Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Menschheit. Dino-Mission, liebe Leute. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier angekommen und hatten hier schon einiges erkundet von der Karte, hatten auch schon einige Dinos platt gemacht beim letzten Mal. Und wir waren jetzt quasi dabei, eigentlich Mammuts zu bauen, aber ich glaube, dass ich die gar nicht brauchen werde. Glaube ich nicht, weil ich kann die Dinos ja einfach, wie wir es auch beim letzten Mal gemacht haben, hier ja, in die Türme ziehen. So, genau. Und dann macht ihr mal kaputt den Velociraptor. Sehr schön. Und ja, da müssen wir uns gleich leider nochmal auf einen kurzen Hänger gefasst machen, weil es ist wieder der Beginn einer neuen Aufnahmesession. Das heißt, Avira treibt hier wieder sein Unwesen. Oh, ach du Scheiße. Okay, dann fahr dich mal reparieren, bitte. Zack. Sehr schön, liebe Leute. Und ja, ich würde sagen, ich nehme diese beiden Mammuts mal. Die Reparatur läuft. Und ja, genau, liebe Leute, an diesem Samstagabend. Es ist der 17.07., der Samstag nach der Flutkatastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das war schon ziemlich übel, was hier bei uns abgegangen ist teilweise. Mit Wassermassen ohne Ende, weil es hat ja übelst übertrieben geregnet, ne? Und zum Glück sind die Mammuts gut gegen die. So. Und ja, das konnte halt. Das konnte dann. Oh, wartet mal. So. Die schießen sich durch, das ist sehr gut. Das konnte zum Glück auch mit den Wassermassen. Konnte das jetzt zum Glück ein bisschen. Es hat das jetzt zumindest ein bisschen aufgehört. Oh. Tatsächlich, da kommen wieder welche angeschissen. Aber das ist nicht so schlimm, Leute. Weil die Türme hier, die machen schon einen guten Job. Hallo? Hallo? Muss ich da jetzt echt Hubschrauber bauen? Nee. Okay, sehr gut, Leute. Und die Mammuts, die fressen sich hier durch. Sehr gut. Mammuts gegen Dinos. Das könnte echt so eine Art National Geographic Dokumentation sein. Mammuts gegen Dinos. National Geographic hier. Cool. So, liebe Leute, da ist der Avira-Hänger. Der obligatorische. Oh, das sind ganz schön viele hier. Was haben wir denn da für welche? Genau. Ihr ballert euch weiter hier durch, ja? Mammuts gegen Dinos. Schöne Tierdokumentation hier. Wir drehen jetzt neuerdings eine Tierdokumentation. So. Oh, die Raptoren, die machen ganz schön Damage, muss ich sagen. An den Mammut, aber. Aber sehr gut. Wir fressen uns halt hier durch, ne? Und bereinigen halt den Wald. So, und da oben sind noch zwei T-Rexe. Wartet mal. Muss ich da vielleicht einen Orca hinbauen, ne? Wartet mal, da muss ich vielleicht einen Orca hinbauen da oben. Beziehungsweise für die T-Rexe brauche ich Hubschrauber. Und was ist das für einer? Das ist jetzt ein Orca, ne? Ne, das ist ein Kampfhubschrauber. Okay. Ich bräuchte aber Orcas. Na gut. Oh, ein T-Rex, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt spannend. Na, das schafft ihr aber, kommt. Komm noch, bevor der Mammut kaputt geht, sehr schön. Wunderbar, liebe Leute, dann haben wir das doch. Und, ja, da hätte ich eigentlich auch diesen Jeep jetzt noch nehmen können, aber ich glaube. Na komm. Da oben ist noch einer. Haha, seht ihr das? Der Triceratops da. Cool. Liebe Leute, ja, und die beiden T-Rex sind da oben. Beziehungsweise, wartet mal, hier oben ist da auch noch ein Fleck. Da oben ist da auch noch ein Waldstück. So, der Triceratops. Der ist ganz schön stark, glaube ich, oder? Nee, geht. Geht, Leute, geht. Sehr schön. Alles klar, vielen Dank. Lieber Mammut. Und dann würde ich sagen, drehen wir mal unsere Tierdokumentation weiter hier. So, Leute.
Der tapfere Soldat hier gegen den Triceratops. Der Soldat ist schneller als die Dinos, ey. Das ist ja wirklich unglaublich, echt. Auch total unrealistisch. Wie kann denn ein Soldat schneller sein als ein Dino? Ich bitte euch. So, dann zieh den mal hier rein. Ich habe keine Lust jetzt, die Mammuts da hinzuziehen, aber ich muss anscheinend. Ja, ich muss. Ja, kommt. Ich baue lieber noch einen Heliport, Leute. So, weil wir brauchen nämlich schon wieder Silos. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten Alcorne Conquer Remaster. Tiberium-Konflikt, das ist jetzt wirklich die vorletzte Mission des Tiberium-Konflikts. Und ja. Danach geht es direkt mit Alarmstufe Rot weiter, mit meinem Lieblingsteil von Command & Conquer. Ich weiß nicht, den Teil finde ich einfach viel cooler irgendwie. Also klar, Tiberium-Konflikt hat mir auch gut gefallen, klar. Aber ich weiß nicht, Alarmstufe Rot habe ich lieber. Erzählt gerne mal, wie ihr das seht. Welches Spiel ihr lieber habt. Also bei mir definitiv Alarmstufe Rot. Ich weiß nicht. Command & Conquer, wie gesagt, Tiberium-Konflikt ist auch geil, aber halt auch irgendwie anders, ne? Auch wenn die Grafiken gleich aussehen. Aber ich weiß es nicht. Es gibt manchmal so Sachen, die kann man sich nicht erklären. Und das hier gehört dazu. So, dann macht ihr mal bitte den T-Rex im Arsch. So, Leute. Die Hubschrauber machen den T-Rex platt. Hoffe ich mal. Ja. Ah, die brauchen aber auch eine ganz schöne Weile, ne? Was ich mich auch noch frage, liebe Leute. Wir hatten ja bei den Gegnern teilweise, hatten wir ja so eine neue Einheit gesehen, ne? So einen Raketenwerfer, der irgendwie zwei Raketen auf dem Dach hatte. Und den konnten wir aber irgendwie noch nie spielen, auch in den Add-ons nicht. Und das würde mich halt mal interessieren, ob man diesen Raketenwerfer überhaupt spielen kann, zumindest in der Online-Version. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr Infos zu habt. So, wir machen jetzt mit unseren vier Maschinengewehr-Helis die T-Rexe da oben platt. Und hier ist der Avira-Ruckler. Ja, Leute, neue Aufnahmesession. Das ist halt immer das Problem beim Start der Aufnahme. Aber das sollte uns doch jetzt nicht weiter stören. So, der geht jetzt gleich sterben. Der Jurassic Park hier. Sieht echt aus wie Jurassic Park. Und die Sterbeanimation ist auch so Hammer. Gut, liebe Leute, weil ich glaube, hier nachkommt, kommt tatsächlich noch eine. Und da kommt eine angeschissen. Zack, weg damit. Sehr schön. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, hat Command & Conquer Remaster. Wir benötigen Silos. Und ja, ich baue jetzt nochmal kurz ein Silo, genau, weil er gerade meckert hier. So, eins reicht. Weil ich glaube, danach ist die Mission. Boah, schau ich erst mal, wie das aussieht, das Silo. Das sieht ja interessant aus. In der alten Grafik ist das Silber. Dieses Blau, das ist nur in der neuen Grafik zu sehen. Schau ich das an. In der alten Grafik ist das Silber. Krass. Boah, sieht das übel aus, ey. Ohne Scheiß. Ja gut, okay, kommt. Das sollte ausreichen, liebe Helis. Einmal mit Afrika-Mucke am Schluss. Jawoll. Haha, bam. Und das war's, oder, mit der Mission? Jawohl, Sir. Nicht. Okay. Brauche ich jetzt echt einen Helitrans? Ja, komm, bau mal einen. Ich habe ja die Kohle. Konstruktion fertig. Ich kann ja einfach einen Mannequin da hinten absetzen, ne? Sie müssen ja gerne. Ja, okay. Da kommt der Helitrans. Ja. Die Helitranse. Und ich nehme einfach einen Schützen jetzt.
Und erkunde mit dem mal den anderen Bereich da oben. Weil, ich kann mir das jetzt nicht erklären, warum das Spiel jetzt noch nicht... Nee. In Ordnung. Ach, da ganz links hätten wir auch hinkonnt. Ach, okay. Jawohl, Recher. Recher. Gut, Leute. Dann, machen wir den Schützen hier. In Ordnung. Hätten wir da links hingekommen? Nee. Jawohl, Sir. Gut, was haben wir denn dann hier noch? Was ist das hier? Das ist jawohl, nix. Sir. Schon dabei. Frage ich mich jetzt gerade echt. Also ich habe ja meine Basis aufgebaut, aber... Hä? Nicht, dass da noch was drin ist. Wartet mal. Nicht, dass hier noch einer drin... Ach, das dauert jetzt natürlich. Ach, aber wartet mal, ich nehme einfach einen Jeep. Das geht schneller, als wenn ich jetzt den Kronpanzer da reinschicken würde, ohne Scheiß. So, nehmen den Jeep. Und der soll mal bitte hier ans andere Ende des Waldes fahren. Du findest den Weg, oder? Sehr gut. Gut, und dann gucken wir einfach, ob hier in der Ecke noch was ist. Ja, tatsächlich. Seht ihr das? Da ist ein Triceratops. Na komm dann. So, liebe Leute, der Triceratops, der ist gleich Geschichte hier. So, liebe Leute. In Ordnung. Jawohl, Sir. Triceratops. Also in weiter Ordnung, drauf schießen, lieber dich. Jeep. Komm, den schaffst du sogar alleine, komm. Jawohl, wie bei deiner Crisis 2. Jawohl, so, da kam noch einer. Jawohl, so, Jeep, du kriegst Verstärkung. Ja, ist es jetzt egal. So. Das war's dann jetzt aber. Genau, Leute, hat sich noch ein Triceratops in der Ecke verkrochen. Haha. Okay, Bonusgalerie. Hier die. Vorletzte Bonusgalerie. Oh mein Gott. Okay, eine Schatzkiste im Inneren 4 von 5. D2M Master Tape 2 von 2 von der Tiberium-Konflikt. Am 3. Januar 2019 am Lagerschrank bei Electronic Arts in Los Angeles entdeckt. Bei der Digitalisierung fanden wir raus, dass diese Bänder leider nur VQA-Dateien von niedriger Qualität enthielten, die von PC darauf kopiert wurden. Ach, die kennt ihr bestimmt noch, diese Videokassetten. Die hatte man damals einfach benutzt für Filme und so. Richtig cool. Gut. Missionsauswahl. Funpark 05. Haha. die allerletzte Dino-Mission. Okay. Die Notbasis. Aha, die Notbasis. Die Notbasis in diesem Gebiet droht damit, ihre Spezies aus... Bitte was? Ihre Spezies auszurotten. Treffen Sie sämtliche Maßnahmen, die für das Überleben Ihrer Spezies notwendig sind. Was? Was? Da bin ich jetzt mal... Wir sind Dinos! Was? Wir sind Dinos! Was zur... Okay... Wie geil. Krass. Das ist ja heftig gerade. Und sogar mit anderer Mucke. Das ist ja krass. Das ist ja geil. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet, ey. Dass wir jetzt hier die Dinos spielen. Das hört ihr bestimmt. Noch mehr Dinos. Oh Mann. Als Verstärkung hier. Das ist natürlich geil jetzt. Oh. Scheiße. Okay, aber wie soll ich denn die Lasertürme da kriegen? Da ist ein Panzer da. Verstärkung nochmal. Wenn der hier überall Obelisken hat. So, ah, schaut mal hier. So, das sind ja die, genau, Stegosaurus. Da müsste ich jetzt halt echt mal gucken, welche von unseren Einheiten, ja,
Die besten gegen die Obelisken sind. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Und, oh mein Gott, damit habe ich jetzt null gerechnet, dass wir hier nochmal die Dinos spielen. Noch mehr sogenannte Verstärkungen. Okay. So. Das heißt, wir sammeln da unsere Einheiten. Und, haha, das ist geil. Das ist so cool. Leute. Ist das geil. Der mit seinen Tarnpanzern da, ja. Die Nordbasis also, aha. Damit habe ich echt null gerechnet. Da kommt ein Flammenpanzer an. Ich glaube, der Flammenpanzer, der kann nichts ausrichten gegen uns. Boah, Raketenwerfer. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das sind aber viele, ey. Das ist eine vollwertige Basis, ne? Ach du Scheiße. Okay. Dinos. Mission 5. Ach nein. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte hier wieder... Ach, ein T-Rex, geil. Ich dachte hier wieder ein Crash Report. So. Stegosauren, kommt mal her, bitte. Oder Stegosaurier. Geht mal auf den Flammenpanzer, bitte. So, dann hier. Und dann da. Auf den Flammenpanzer. Ja. Die wollen auf die T-Rexe, ja. Hier. So. Oh, die wollen voll auf die T-Rexe. Ja, ja. Gut. Aber. So. Das ist voll ungewohnt, jetzt mit den Dinos hier anzufangen. Ohne Scheiß, ey. So, die Raptoren. Die können wir bitte den kaputt machen, genau. Ja. Liebe Leute, und da müssen wir uns gleich mal durchfressen. Der hat da alles Mögliche an Einheiten stehen. Die Obelisken. Oh, scheiße, Motorräder. Das ist jetzt blöd, tatsächlich. Motorräder sind scheiße. Will ich nicht. So. Dann mach hier, los. Mach die kaputt. Ach, Gott sei Dank. So, liebe Leute, wir müssen nämlich tatsächlich dann, glaube ich... Oh, bis die da ankommen, ne? Das ist ja übel. Wir müssen tatsächlich hier erstmal uns reinfressen dann, glaube ich. Weil... Hierdurch kommen wir nicht, durch die Obelisken. Und wahrscheinlich hat er hier seine Energie drin. Ja, genau. Ich weiß halt jetzt leider nicht, welcher Dino gegen was gut ist. Nein, das weiß, ich weiß nur, dass Raptoren halt gegen Soldaten extrem aushelfen. So. Genau, seht ihr das? Dann machen ihr bitte... Ja, den Flammenpanzer da im Arsch, so. Und die Raptoren bitte auf die... Genau, auf die Giftmänniken da. So. Und dann hier, los. Mach den Flammenpanzer im Arsch. Sehr schön. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, dann sammelt euch mal da oben. Ja, da ist der. Komm. Der Raptor kriegt sogar den Panzerplot. Das ist sehr cool. Gut. Hey. So, weg damit. Ja, der Raptor, der macht die Flammenpanzer... Panzer im Arsch, das ist natürlich geil. Hätte ich jetzt auch so nicht mitgerechnet. Und die T-Rexe sind schneller als die Triceratops und die Stegosauren. Stegosaurier. Das ist ja geil. Die Türme sind halb im Arsch. Diesen Raketenwerfer meinte ich eben, Leute. Den haben wir nie gespielt, ne? Also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir den irgendwie gespielt hätten. So. Gut, dann nehme ich mir gleich mal die Raptoren. Die sind nämlich schön schnell. Speicher das Ding nochmal gerade. Boah, der braucht so lange zu speichern. Nicht, dass der wieder da mit seinem Bug ankommt. So, dann drauf hier, los. Hahaha. Ich krieg sogar die Einheit kaputt mit den Raptoren. Das ist ja aber geil. So. Und Bams.
So. Ich krieg sogar Verstärkungen hier. Okay. Ah, gut, die Flammenpanzer, die halten halt ordentlich was aus, ne? So. So, dann sind die Raptoren aber jetzt gleich schon mal weg. Da habe ich nochmal Verstärkungen gekriegt. Sehr gut. Und jetzt kommt er angeschissen. Gut, dann kümmert euch um den Flammenpanzer. Oh, die machen... Ja, die machen ganz okay einen Schaden, finde ich. So, dann... Okay, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir jetzt mal mit den Stegosauren rein. Aber bitte von rechts rein. Bitte hier hinten. Das ist geil. Das ist so Hammer, Leute. Ist das geil? Schaut euch das an. Wir spielen echt die Dinos, ey. Gut, aber wir haben schon einiges an den Einheiten platt gemacht. Wie ihr hier seht. Der hat da die Energie stehen. Die können wir gleich platt machen. Und dann haben wir auch freie Bahn. Für die Obelisken, genau. Und, ja. Ich würde sagen, ich nehme erstmal die T-Rexe. Weil dann können die anderen schon mal hier sich da vorangehen. So, seht ihr das? Wir können hier so einfach überfahren. Geil. Ja. Ah, sehr schön, Leute. Wunderbar, schaut euch das an. Wir können uns hier reinfressen komplett. Ist das nicht geil? Genau, die machen jetzt hier die Energie platt. Haha, sehr schön. Und den Bauhof auch wegmachen. Los. Leute, es sind T-Rexe. Was wollt ihr dagegen machen, hä? Ihr könnt da nichts gegen machen. So. Dann haben wir jetzt die Energie ihm weggenommen. Ah, doch. Einer ist gleich kaputt, tatsächlich. Wieder der Not-Typ, der da Raketenwerfer hat, ne? So, dann hier. Bam, bam. So. So, liebe Leute. Hammer. Das ist so geil, echt. Und die können vor allem... Die können vor allem die Einheiten kaputt trampeln. Das finde ich halt auch so geil, ne? Und bababam. Sehr schön. Das macht Spaß, Leute. Dann überfahrt, trampelt die einfach kaputt. So. Oh, gegen die Panzer sieht es schwieriger aus, tatsächlich. Aber das sind jetzt alle Einheiten, die der hat, ne? Wow. Ja, okay. Dann kommt ihr bitte mit den Triceratopsen, genau. Das könnte ganz schön knapp werden noch, ne? Okay, den Flammenpanzer bitte. So, mach den kaputt. So, und den da auch kaputt. Ah, verdammt. So. Kaputt trampeln und hier den Panzer, genau. Geil. Und die Gummipanzer, die haben eigentlich auch keine Chance dagegen. So, die Stegosaurier. Oh, schaut mal. Wir haben da wieder einiges an Verstärkung gekriegt. Sehr schön, okay. Dann gehen wir jetzt mit der Dampfwalze. Das ist tatsächlich wirklich fast eine Dampfwalze. Hier reingehen und die ganzen Gebäude platt machen. So, bam. Sehr schön. Da baut er sich einen Tarnpanzer. Das ist ja wohl nicht wahr. So, aber passt schon. Tempel von Not, oh mein Gott. Oh, die Waffenfabrik, die braucht lange. Die braucht lange, um kaputt zu gehen, tatsächlich. Das ist überraschend. Haha, aber geschafft, Leute. So, weiter geht's. Eine Notbasis mit dem Dingswerfer. Ja klar, mit dem Ionenwerfer. Na klar, Leute. Realistisch eher nicht. Na gut, egal. So, macht bitte diesen Tempel weg, bevor der gleich eine Atombombe abschmeißt. So, und dann macht ihr jetzt hier bitte, genau, die Manneken weg. Und fresst euch hier durch, los. Jetzt können wir uns wirklich durchfressen. Das ist schon geil, ja? Ja, mach nichts, ist okay. Lass dich abballern.
Hauptsache die trampeln einfach die wenigen kaputt. So, wo sind denn hier meine Raptoren? Die Raptoren können jetzt die Türme da platt machen. Weil ich glaube nicht, dass sie noch genug Energie haben. So, haha, sehr schön. Raptorangriff. Die sind auch nicht ohne. Oh, scheiße, warum denn? Ja gut, egal. Das passt aber. Da hatten die tatsächlich noch wieder Energie gehabt. Ja, das ist natürlich geil. Aber, sehr schön, Leute. Und ja, dann haben wir das doch. Folge ist zwar voll, aber ich würde sagen, die Mission machen wir jetzt noch zu Ende. Weil dann tatsächlich auch der Tiberium-Konflikt zu Ende ist. So, bam, bam. Wir haben einen Erfolg, das Leben findet immer einen Weg. Genau, liebe Leute. Und, ja, wir haben gerade tatsächlich den Fortbestand unserer Rasse gesichert. Und wir haben das ganze Spiel Tiberium-Konflikt durch. Liebe Leute, noch einmal eine Bonusgalerie. Es war, glaube ich, diese hier. Eine Schatzkiste im Inneren 5 von 5. Dies war eben Master Taste von Tiberium-Konflikt. Am 3. Januar 2019 in einem Lagerschrank bei Electronic Arts Los Angeles entdeckt. Auch wenn die Auflösung der Aufnahmen besser sein könnte, war die Story trotzdem die Reise wert. Das ist richtig. Liebe Leute, das ist richtig. Und wir sehen auch hier, wir haben alle Bonusgalerien. Wir haben alle Missionen. Liebe Leute, wir haben den Tiberium-Konflikt durch. Nach einer halbjährigen Reise, glaube ich, oder so. Ja, und ja, was kann ich dazu sagen? Also Tiberium-Konflikt ist halt jetzt das erste Mal, dass ich das seit langem auch wieder gespielt habe. Und was soll ich sagen? Es ist ein geiles Spiel. Ein sehr geiles Spiel. Mein zweitliebstes Command & Conquer tatsächlich. Und ja, liebe Leute, die Geschichte von den GDI, den Nod und den Dinos ist somit Geschichte. Und ich möchte mal ein kleines Zwischenfazit abgeben. Dankeschön an alle, vor allem an dich, Flying Dragon, und an Zocker Omi, die ihr so hier schön zuguckt und dabei bleibt bei der Schange. Finde ich super. Und ja, es gibt noch einen neuen Kommentarschreiber, den Elit Paelit. Den möchte ich hier auch nochmal grüßen an dieser Stelle. Und ja, der guckt sich gerade auch das Spiel nochmal komplett durch an. Das kann lange dauern. Und genau, liebe Leute, das war's dann mit dem Tiberium-Konflikt. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie wir bei Alarmstufe Rot weitermachen. Wo ja auch noch einiges an Missionen offen ist. Ne? Ich sag nur Ameisenkampagne. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Alarmstufe Rot. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.